Herzlich willkommen zur Modellbahnmesse in Dresden 2020. Ich werde für euch jetzt mal so ein paar Impressionen einfangen für alle, die leider nicht hier sein können. Und ich fange in der großen Halle an, in der eine Gartenbahn ihre Runden zieht. Ja, da hinten sieht man sie schon fahren. Oi, hier gibt's sogar die Altona Hafenbahn. Ja, so eine Gartenbahn wäre schon was Feines im eigenen Garten. Ah, hier kommen dann die Modelle in kleiner.
war's für heute. Ich hoffe, euch haben die kleinen Impressionen der Modellbahnmesse gefallen. Ich gehe natürlich nicht ohne Shoppingtüte nach Hause, werde jetzt aber erstmal mich in die Straßenbahn werfen und zeige euch nachher nochmal zum Abschluss, was ich da so alles gekauft habe. So, ich bin wieder zurück im Hotel und habe mal aufgebaut, was ich so alles erstanden habe. Da ich ja momentan dabei bin, das Erweiterungsmodul für meine kleine japanische Modellbahn, Entschuldigung, zu bauen, habe ich mich entschieden, ein bisschen was für die Landschaftsgestaltung quasi zu besorgen. Und zwar zum einen so in zwei verschiedenen Größen die Fichten, dann eine europäische Waldlerche, eine Kiefer, ich drehe sie mal um, damit man sie ein bisschen besser sehen kann, die Bäume, und eine Buche, und die habe ich mal rausgenommen, die silberne Pappel, die dann so als Farbtupfer zwischen dem ganzen Grün hervorstechen wird. Außerdem von einer anderen Firma, also das hier ist ja zum einen von Model Scene und vom MBR. Die beiden Firmen mag ich sehr, weil ich finde, die Bäume sind sehr realistisch, auch wenn sie nicht ganz preiswert sind. Also wenn man mal hingeht, ja, hier meine silberne Pappel und dann den Preis von 12 Euro sieht. Preiswert ist es nicht, aber ich wollte endlich mal wieder richtig schöne Bäume haben, weil ich finde, die man meistens irgendwo zu kaufen bekommt, sind oft wirklich potthässlich. Und die ich selber bis jetzt gebaut habe, gefallen mir noch nicht so ganz 100%. Und für die weitere Landschaftsgestaltung bin ich dann hingegangen und habe hier von Mini Natur was gekauft. Das sind einmal Blütenbüschel in Lila und Weiß. Und zum anderen Grasbüschel und Unkrautbüschel. Und ich weiß, das sieht man wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Ich mach's mal auf. Wer die Firma nicht kennt, die produzieren vieles, was die da haben, auf so einer Folie. Und das kann man dann ja ziemlich gut hier ablösen und entsprechend wieder mit Klebstoff auf die Landschaft fixieren, wo immer man das dann hinhaben will. Na gut, das war's dann für heute. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe und Erholung, Füße hoch, weil das war doch ganz schön viel Gelaufe und Gedrängle, was da heute auf der Messe los war. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Und sag dann Tschüss und hoffentlich bis bald.